In diesem Video sehen Sie zwei Tesla Destination Charger. Die rechte Ladesäule ist für Tesla-Fahrzeuge reserviert und auf der linken Seite dürfen alles aus Elektroautos parken. Und hier seht ihr den Tesla so Typ 2 Anschluss. Und hier sehen Sie diese Bodenmarkierung, dass diese 2 bis 3 Parkplätze reserviert sind für solche Elektroautofahrer. Und diese Tesla Destination Charger befinden sich im Parkhaus 3 im Abschnitt A auf Deck 1. Direkt neben den so Aufzügen bzw. zum Ausgang. Direkt befindet sich auch noch ein schwer benannten Parkplatz. Und die beiden Ladestationen sind betriebsbereit. Und hier seht ihr den gezwungenen Ladekabel. Dieser Kabel ein bisschen locker. Checken wir ihn ein. Jetzt haben wir den Kessel diesen Ladesäule optimiert und jetzt seht ihr diese so technischen Daten, das ist von Tesla. Mit 2 reservierten Parkplätzen. Auf der rechten Seite können nur 3 Tesla-Fahrzeuge laden und auf der linken Seite können alle Fahrzeuge laden, die einen von den 2 Ladeanschluss haben. Und das ist hier auf Deck 1 im Parkhaus 3 am Zentrum Oberhausen. Und hier fahren wir jetzt zum Erdgeschoss und hier könnt ihr zum Beispiel, hier kann man mal einkaufen gehen, auf der Promenade schlendern und dann essen gehen, ins Kino gehen oder ins Legoland, bzw. sehr live. Das haben wir jetzt auf 0. Und hier seht ihr die Tesla Destination Charger. Die nutzt das Laden und das Parken ist selbstverständlich komplett kostenlos und das 24 Stunden. Wir sind hier im Erdgeschoss und jetzt verlassen wir das Parkhaus. Natürlich könnten wir auch hier die Treppe nutzen, neben den 2 Aufzügen. Und hier seht ihr schon das Zentrum Oberhausen mit der Coca-Cola-Oase in der Mitte und auf der linken Seite liegt die Galeria Kaufhof. Und dort hinten fährt man rein an der zweiten Ausfahrt. Nee, vordersten Einfahrt, denn man kann nur von dort hinten reinfahren ins Parkhaus und dann sagt man dann, bin mir sicher, ob man direkt hochfahren kann oder ob man zuerst in den nächsten Teil durchfährt und dann hochfährt, denn das Parkhaus wurde vor wenigen Monaten aufwendig modernisiert und alles. Und alles wurde hier verändert. Komplett alles. Die Ausfahrt und die Einfahrtssituation wurden geändert. Party
wir haben aber die so eine ehemalige Ausfahrt, die heute als Ausfahrt gilt. Und dann zumindest hier kann man hochfahren. Ich denke mal, dass man auch von auch dort hinten hochfahren kann. Und dass man und die Einfahrt befindet sich ja dort hinten. Ich stand ehemals hier. Ich denke mal, dass man an den beiden Rampen hochfahren darf und dann einfach im Parkhaus die Seite bis zur diesem Verabschied abfahren. Das heißt, hochfahren und dann ganz, ganz hinten durchfahren. Durchfahren. Das war gar nicht machbar. Und wir konnten ja gar nicht einziehen. Und das war's.